Das Projekt Entdeckung der polnisch-deutschen Brautraditionen ist eine Partnerschaft zwischen der Stadtgemeinde Kowary und einem Verein aus der befreundeten Stadt Zittau, Zeitsprung gemeinnützige GmbH. Das Projekt läuft seit Oktober 2019 und hat ein Gesamtvolumen von über 600.000 Euro, wovon über 530.000 Euro von der Europäischen Union gefördert werden. Im Rahmen der Projektaktivitäten wurde unter anderem ein Brauwesen-Wissenszentrum in der Filiale der Stadtbibliothek im Stadtteil Kowary in Wojków eingerichtet, die Jola-Quelle renoviert, aber auch das Mini-Museum des Bierbrauens geschaffen, in dem wir uns derzeit befinden. Wir befinden uns im Sitz des Vereins Freunde der Stadt Kowary, im Haus der lokalen Traditionen und in seiner neuesten Ausstellung, dem Mini-Museum des Bierbrauens. Hier sehen Sie Bilder von verschiedenen Orten, an denen man früher vor allem Bier trinken konnte. Sie zeigen die alte und die gegenwärtige Form der Gebäude, soweit sie erhalten geblieben sind. Es gibt auch verschiedene Arten von Flaschen und Bechern. Kowary ist eine Stadt, die vor allem mit der Geschichte des Bergbaus in Verbindung gebracht wird, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Auch mit der reichen Geschichte der Weberei, einschließlich der weltberühmten Smyrner Teppiche. Aber kaum jemand weiß und wenige Menschen erinnern sich daran, dass sich Kowary auch auf eine Bierbrautradition berufen kann. Ich glaube, jetzt hätte ich gern ein kleines Bier oder vielleicht sogar ein großes. Deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, sich in Kowary auf die Spuren des Bierbrauens zu begeben. In dieser Gegend befinden sich Überreste der Stadtbrauerei. Sie wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gegründet. Die Brauerei Engelhardt, auch Stadtbrauerei genannt, belieferte Hotels, Restaurants, Gasthöfe und Kneipen in der Stadt und ihrer Umgebung. Bis in die 60er Jahre wurde dort Bier gebraut. In den 70er Jahren, als die Brauerei abgerissen wurde, entdeckte man in einem Pfeiler eingemauerte Gold- und Silbermünzen, was eine große Sensation war. Ende der 70er Jahre wurde an der Stelle der ehemaligen Brauerei ein Pavillon errichtet, die Cyrulik-Bierhalle, in der das Bier aus Lwówek in Flaschen verkauft wurde. Der Pavillon ist nicht mehr vorhanden und die einzige Spur der Stadtbrauerei ist das ehemalige Bürogebäude. Wir sehen das Gebäude, das früher den Gasthof Goldener Löwe beherbergte. Es wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut und Anfang des 20. Jahrhunderts umgebaut. Das Gasthaus bot gutes Essen und Trinken. Das wichtigste Getränk war natürlich Bier. Im Obergeschoss gab es mehrere Gästezimmer. Nach 1945 wurden diese Räume in Wohnungen umgewandelt und das Restaurant erhielt den Namen Zacisze. Es war bis Ende der 70er Jahre in Betrieb und jetzt befindet sich hier ein Möbelgeschäft. No, a teraz mamy tu sklep meblowy. Hier befand sich der Gasthof Goldenes Schwert. Das Gebäude wurde im frühen 19. Jahrhundert errichtet. Das Gasthaus bot preiswerte Zimmer für diskrete Nutzung, einen Raum für Jagdgesellschaften, gute Hausmannskost und ausgezeichnetes Bier. Es gehörte Heinrich Müller und später Fritz Bischoff. Es gab hier auch eine Metzgerei. Nach dem Krieg wurden die Zimmer in Wohnungen umgewandelt und in der Gastronomie wurde eine Drogerie eingerichtet, die bis in die 90er Jahre betrieben wurde. Ein Überbleibsel der Metzgerei ist ein Ochsenkopf und ein Schweinekopf an der Fassade des Gebäudes. Heute gibt es hier einen Lebensmittelladen. Dziś jest tu sklep spożywczy.
Dieses Haus gehört der Treutler. Es wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut und im 19. Jahrhundert umgebaut. Hier übernachtete unter anderem der preußische König Friedrich II. Im Jahr 1932 zerstörte ein Brand einen Teil des Daches und das heutige Aussehen des Gebäudes ist das Ergebnis von Renovierungsarbeiten. Bis 1945 erinnerte eine Granittafel über dem Eingang an die Besucher des Königs von Preußen in der Stadt. Wir sind an der Jolaquelle. Die Grundlage für gutes Bier ist Wasser, wie das aus der Quelle in Wojków. Na Wojkowie. Das Hotel Wilhelmshöhe wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Es gab Gästezimmer, ein großes Restaurant und einen Tanzsaal. Nach 1945 wurde das Haus restauriert und zu Wohnungen für sowjetische Offiziere umgebaut, die den Uranabbau bewachten. Die Gaststätte selbst wurde viele Jahre lang als Bierstube unter dem Namen Pirkosz-Makosz weitergeführt. Heute ist es ein Mehrfamilienhaus. Das Gebäude beherbergt auch eine Zweigstelle der öffentlichen Bibliothek von Kovare, in der sich das Wissenszentrum für Brauereiwesen befindet. Hier können Sie die ständige Ausstellung von Fotos und Postkarten zu den ehemaligen Hotels, Pensionen und gastronomischen Einrichtungen von Kovare sehen. Hotelami, pensionatami i obiektami gastronomicznymi Kovare.